Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Unleashed für die PlayStation 2. In der letzten Folge haben wir sehr stark überzogen und haben erstmal erfahren, dass Sonic zu einem Monster werden kann. Dann haben wir den Chip gefunden und mit dem suchen wir jetzt nach Leuten, die ihn kennen. An den Kirchplatz wollte ich gehen, weil wir die Information bekommen haben, dass der Priester allwissend ist und dass er ein Problem hat. Deswegen wollen wir ihm einfach mal helfen. Der Gregorios. Seid gegrüßt, Reisende. Was bringt euch hierher? Ob ich diesen netten jungen Mann kenne? Zwar bin ich ein Gelehrter. Ja, aber er ist mir unbekannt. Meine Gedanken gelten allein dem Schrein. Was der Schrein ist, das ist eine heilige Stätte, die unter Reisenden sehr berühmt ist. Seit dem großen Beben haben sich hier allerlei merkwürdige Vorfälle zugetragen. Wir haben wenige Touristen und fürchten, dass unsere Stadt in den Ruin getrieben wird. Ihr seid den ganzen Weg hierher gekommen. Darf ich euch zum Heiligen Schrein führen? Klar, wo geht's lang? Der Schrein befindet sich am Stadtrand. Wir können nicht bis ins Innerste hinein, aber viel Spaß. Oh. So, den Heiligen Schrein gucken wir uns gleich an. Vorher gehen wir mal ins... Mein Gott, sind das viele Buchstaben. Terrassencafé. Chip. Hier ist niemand. Gehen wir zurück, Sonic. Das hat lange gedauert. Der Glockenplatz. Chip, so. Lambros. Seit dem Beben ist alles ganz durcheinander. Sonst ist es immer schön ruhig. Stimmt's, Eric? Ich hoffe, der heißt Eric, nicht Erik. Ja, ich hoffe, der heißt nicht Erik. Ja, still und ruhig. Du sollst dich hier aber trotzdem willkommen fühlen. Ist zwar nichts Besonderes, aber das hier soll dich an deinen Besuch hier erinnern. Hat er mir was geschenkt? Hey, Soundtrack 32 freigespielt. Am Ende gucken wir uns die natürlich an, wenn ich das durchgespielt habe. Heiliger Schrein, da gehen wir jetzt hinein. Okay. Es gibt ja noch etwas, das ich dir sagen muss. Das hier habe ich auf unserem Weg hierher aufgesammelt. Sieht aus wie eine Art Medaille mit dem Symbol einer strahlenden Sonne darauf. Sie gefällt mir selbst total gut, aber du kannst sie vielleicht besser gebrauchen. Bitteschön. Sonnentafel des ersten Kontinents erhalten. Wieso ist das Punkt pro Punkt in der Mitte? Hä? Okay, das sah komisch aus. Ich glaube, ich nehme noch zwei Folgen auf und dann muss ich alles schneiden und rendern. Und dann kann ich noch... übermorgen oder so aufnehmen. This place is kind of spooky, huh, Sonic? If it was just me, I'd be too scared to... Go. Wollte er sagen, go. Da kann man rein. Wow, this room's not like the others, huh? It's all mysterious. Das ist... komisch. Okay. Man kann sie auch so ducken, so finde ich schön. Man kann sie auch so maulen, so. Oh. Da kann man anscheinend noch nicht rein. Yet, 14 Sonnenmedaillen und 14 Mondmedaillen. Ah! Oh, die ist offen. Sie leuchtet. Entschuldigung, ich habe gespoilert. Er reizt. Sie war anscheinend offen. Wie oft willst du denn noch speichern, Spiel? Mein Gott. Und dann lädt's auch nochmal. Warum denn nicht? Kannst du dich gleich bitte noch etwas runterladen? Das wäre sowas für gut. Okay, ein richtiges Level. Ein Tag-Level.
scheiße. Ja, wir haben einen Gegenstand erhalten. Nein! Oh. So langsam traue ich gar nicht, Kreis zu drücken. Deswegen. Oh. Ah. Ja, ah, geschafft. Ich finde sowas richtig schwer. Oh, da hätte ich springen müssen. Ah! Habe ich vergessen. Okay. Dann nicht. Alter! Leg mich doch nicht so auf! Ja! Mann! Hilfe! Ah! Man kann so scheiße lenken, ne? Was zur Hölle? Man kann so scheiße lenken, wenn man Kreis gedrückt hat, deswegen habe ich so Angst, Kreis zu drücken. Oh, da war ein Gegenstand. Oh Gott! Was passiert hier? Leckhausen! Okay, es hat sich angefangen. Ja, sowas kann mal vorkommen. Das ist halt einfach so. Da kann ich auch nichts ändern. Ich bin froh, dass es nicht durchgehend so ist. Das kam plötzlich. Wieso verfolgt uns sowas? Woher kommt das? Scheiße. Oh, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Ich hab so spät reagiert. Ist gut, dass es man auch mit, wenn man gerade diesem Teiler ist, dass man dann auch noch Ringe einsammelt. Ansonsten wäre ich, glaube ich, ein bisschen gerackt gewesen worden. Okay, jetzt habe ich noch den ganzen Weg vor mir. Naja. Ja, das schaffe ich kein Essen mehr. War auch so wieder so verdammt knapp, ne? Hier! Wie knapp dann noch? Bam, 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 bam. Okay. Illustration 4 freigespielt. Geheimdokument 17, Frage. Alter, was gibt's denn für Items zum Einsammeln? Ja, ich kann echt Platin-Titel schreiben. Ich kann mich echt nach kaum was erinnern hier. Mein Gott, Alter. Natürlich will ich das Spiel fortsetzen. Ich bin auch kein Spasti. Du Spast. Und nun? 100 Ringe einsammeln. In einer Minute. Nein! Das war falsch. Achso, ich glaube, mit Kreis verschwende ich Ringe. Das ist ein bisschen cake.
sollte ich verlassen. Oh, ich vergesse immer zu springen. Nein, ich verschwende keine Ringe. Nur diese Power. Ist auch gut so. Nein! Verdrückt. Oh Mann, ich bin so langsam. Egal, ich hab's geschafft. No problem. Da, 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 da. So, Mondmedaillen ohne Ende, Alter. Ich weiß nicht, wieso der Tagmission steht und ich Mondmedaillen kriege, aber egal. Tafelfragment mit rotem Juwel erhalten. Neue Mission. Gehe zur Sonnentür am Gaia-Tor von Apotos. Still no luck finding anyone who knows me. Don't worry about it. Maybe your memory will come back on its own. Remember anything yet? Nope. Oh well. Sonic? Wow, das war eine heftige Animation. Mr. Monster Guy is back. So when the sun goes down, I turn into this? Are you okay, Sonic? I'm fine. I just need to be careful who sees me like this. Sonic! Sonic, look! What is it? Oh, it's hopeless! The whole planet is split apart! We're doomed! Oh. Mister? Oh. Hey, mister! Hey, don't cry! Ice cream! How about some more of this super tasty stuff? What good is ice cream at a time like this? Oh shit. Sonic, your arm just stretched. Weird. But it could be useful. Wir sind jetzt in Apotos bei Nacht. Und wie es weitergeht. Und was mit Sonic geschehen ist, das und vieles mehr erfahren Sie in der nächsten Folge von Sonic Unleashed. Hier ist euer Paar. Let's Plays. Er bittet euch. Ne, er bittet sie, etwas in die Kommentare zu schreiben, vielleicht ein Abo dazu lassen, in die Videobeschreibung zu gucken, falls Ihnen dieses Video gefallen hat. Dort befindet sich ein Link zu einer Playlist, falls Ihnen dieses Let's Play gefällt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in dem nächsten Video. Ciao, Leute.